Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Ein weiteres Nest hier ist zerstört an der Westküste der Vereinigten Staaten. Tja, aber eine Zitadelle haben wir nach wie vor noch nicht entdeckt. So, wir haben hier einen Stufenaufstieg mit Black Butterfly. Den machen wir mal als allererstes. Ups, ich will ihn nicht anpassen. Ich will ihm hier eventuell neue Perks geben. Ja, und zwar geben wir ihm auf jeden Fall mal den Ansturm. Und wir gucken jetzt mal, wir könnten ihn natürlich jetzt... Oh. Okay. Wir haben hier immer noch keinen Zugriff auf die Berserker-Klasse. Moment. Muss ich die jetzt... muss man das noch freischalten? Ja, Berserker-Klasse, da ist sie. Also, wir haben jetzt nur Zugriff drauf bekommen, genau, aber wir haben keine Verbündetenforschung. Also, sie geben ein bisschen was frei von sich. Man muss es aber wirklich mit eigenen Forschungspunkten erforschen, die Berserker-Klasse. Okay. Mhm. Mutationstechnologie. Tja, also da stellt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen die Rollenspielfrage, ja, wollen wir das? Wollen wir uns in diese Richtung entwickeln? Wollen wir mutieren? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe. Die erste Frage wird natürlich sein, muss man es tun? Muss man sich in diese Richtung öffnen oder kann man es auch anders spielen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir uns mal überlegen. Ihr könnt mir eure Meinung dazu gern mal in den Kommentaren mitteilen, wie wir mit solchen Sachen hier umgehen wollen. Eure Resonanz bezüglich der technischen Modifikation, die war ja eher positiv. Also da kamen auch schon ein paar Rückmeldungen, wer was haben möchte oder wer sich hier was vorstellen kann. Aber das ist natürlich hier nochmal eine andere Nummer irgendwie, weil das Ganze ja durch den Pandora-Virus geschieht und man sich ja dann doch schon so ein bisschen in diese Richtung von den Jüngern von Anu bewegt. Diese Symbiose aus Mensch und Pandora-Virus. Bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst mich mal wissen. Und gut, hier haben wir jetzt erstmal noch zu tun. Das heißt, Produktion läuft auch. Die Gungnir-Dinger da haben wir. Okay, dann lassen wir hier, machen wir hier auch erstmal nichts. Wir werden jetzt mit diesem Trupp. Wir werden mit diesem. Habe ich jetzt mit Black Butterfly was gemacht? Ja, ich habe ihm den Ansturm verpasst. Okay. Genau, den Ansturm habe ich ihm verpasst. Gut, die 11 Punkte, die sparen wir mal, weil wenn er hier in Richtung der zweiten Klasse geht, dann kann er die Punkte definitiv noch gebrauchen. Der Trupp wird jetzt aber erstmal hier hochfliegen. Ich weiß, wir haben hier unten ein Fragezeichen, aber ich werde in dem Trupp einen Austausch vornehmen. Hier sitzt nämlich ein neuer Rekrut. Der sitzt schon recht lange, ein Scharfschütze. Den holen wir jetzt einfach mal ab. So, und hier bis auf Häger müsste hier jetzt alles soweit. Häger und der Krabbers. Gut, viel ist es nicht mehr. Noch 1-2 Stunden, dann sind wir hier soweit, dann geht's los. So, jetzt ist es soweit. Tiamat ist geheilt und hier sind es noch 8 Punkte. Okay, ich meine, so lange warten wir noch. Die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir. So, der Sensor. Die Funktionalität des Sensors ist schwer zu beschreiben. Man beachtet ihn am besten bei praktischer Anwendung. Achtung, nicht auf Freunde damit zielen. Klingt gut. Schaden 300, zerfetzen 30. Also zerfetzen ist Reduzierung der Rüstung. Nach uralter Technologie gebaute zweihändige Nahkampfwaffe.
So, und jetzt bin ich gespannt, was das Ding in der Produktion kostet, weil das wäre für unseren Captain Cucumber eine feine Sache. Oha, okay. 125 Orikalkum. Da sind wir noch weit, weit davon entfernt. Gut, beziehungsweise schlecht. Wir gucken in die Forschung, haben jetzt ja diese beiden Dinge. Eins davon, ich glaube, diese Joghurtwesen, ist ein Missionsziel. Genau. Sollten wir das dann vielleicht vorne dran stellen? Nee, die Waffen sind wichtiger. Das andere läuft uns nicht weg. Okay. Zack. Wir sind hier angekommen und jetzt müssen wir hier die Entscheidung treffen, wen wir hier abladen. Ich weiß, ich habe den Hinweis bekommen, oder was heißt Hinweis bekommen, Lord Ferrum vielleicht mal eine Pause zu gönnen, weil er ja auch Stufe 7 hat und damit den anderen mehr oder weniger Erfahrungspunkte wegnimmt. Oder ja, er selbst welche bekommt, die ihm nichts mehr bringen. So ist es wahrscheinlich richtig. Allerdings hat er halt auch eine gewisse Qualität, ne, die er mitbringt mit all seinen Perks. Also wir würden hier einen Scharfschützen einladen. Ja, gut, Black Mask muss noch leveln. Komm, dann wir machen mal. Wir gönnen ihm hier mal eine Pause. Wir gönnen ihm hier mal eine Pause. Also Lord Ferrum geht nach Alaska in die Station. Das ist keine Strafe, Lord Ferrum. Das ist keine Strafe, das möchte ich betonen. Und dieser Scharfschütze hier steigt in den Manticore. Der ist noch nicht benannt. Das werde ich aber nachholen zwischen den Folgen. Und bevor wir losfliegen, müssen wir ihn definitiv auch ausrüsten. Okay. Haben wir jetzt schon so ein Gungnir müssten wir ja haben, oder? Da ist es. Virophagen-Scharfschützengewehr. Das wird unsere Testperson sein. Den nehmen wir hier rein. Und das ist die Munition dazu. Dann gibt es eine Pistole. Nee, die kostet ja 2 zum Schießen. Entweder, was haben wir hier immer genommen? Die Hephaestus mit 50 Schaden. Man könnte ihm auch eine Neuralpistole zum Lähmen mitgeben. Wäre mal wieder eine Option. Ja, tendiere ich jetzt mal fast dazu. Einfach mal wieder, um hier auch mal wieder die Möglichkeit zu haben, einen Gegner zu lähmen. Dann braucht er, wie sieht's aus? Haben wir bessere Rüstung? Irgendwas? Ne, das ist, glaube ich, nur eine optische Geschichte, oder? Ne, das ist keine. Achso, das ist die von den. Wir haben die von New Jericho an. Die ist natürlich besser. Das ist alles von Phoenix und das hier ist von den Freien. Gut, dann brauche ich ein Medikit. Haben wir aktuell gerade keins? Ja, das wäre es dann aber auch schon. Ne? 60 Punkte. Bam, 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 bam. Also extremer Fokus ist klar. Schnelles Zielen ist sowieso klar. Und dann geben wir ihm 2-mal Willenskraft und 1-mal Geschwindigkeit. So schaut's aus. Okay. Medipack. Einmal produzieren. Und das war's. Wie gesagt, Anpassungen, Namensanpassungen, das hole ich nach. Und dann fliegen wir jetzt mit diesem Trupp. Ah, soll ich kurz.
Sollen wir sie kurz pausieren lassen hier oben? Wo wäre denn die nächste Station? Wenn wir jetzt zum Fragezeichen fliegen, könnten wir... Ja gut, da unten ist ja auch eine Basis, ne? Mit Personal. Mit Personal, aber keine Krankenstation. Hier oben haben wir, glaube ich, beides. Jawohl, hier oben haben wir beides. Ja, dann lass sie doch, dann lassen wir sie doch kurz drin. Dann sparen wir hier auch die Medpacks. Wir warten, bis Harfo, Pepper und Black Butterfly wieder geheilt sind und dann schicken wir sie los. Gut. Auch das war nämlich so ein Hinweis, ne? Klar, wenn man, dass man auf diese Weise immer mal wieder das ein oder andere Medpack sparen kann, sind ja auch nicht ganz umsonst. So, wir bewegen einmal hier hin, wir bewegen zweimal hier hin und los geht's. Wir haben natürlich einen extremen Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Fahrzeugen, ihr merkt's. Ja, das dauert nicht mehr lange. So, wir sind dort, aber starten jetzt noch nicht die Mission, warten auf das zweite Schiff. So, und jetzt ist die Crew von Manticore 1 schon wieder komplett fit. Und wir können hier runter aufbrechen zum Fragezeichen. Wie sieht es denn mit, Trainingseinrichtung und Satellitenverbindung? Das ist das, was aktuell gebaut wird. Klicken wir vielleicht mal ganz kurz durch. Wo ist das? In Feuerland die Trainingseinrichtung und in Mittelamerika die Satellitenverbindung. Okay, dann hier ist die Satellitenverbindung, das wird gut. Da werden wir hoffentlich einiges aufdecken können. So, Phoenix, okay, das war Lord Ferrum, der hier oben geheilt wurde. Sag mal, ist der immer noch nicht da? Habe ich jetzt verpennt? Ja, jetzt sind natürlich beide da. Gut, das heißt, wir können... Nee, ich habe nichts verpennt. Eben ist er erst angekommen. Wunderbar, also töte alle Feinde. Und jetzt können wir hier aus beiden Fahrzeugen den Trupp zusammenstellen. Und dann lasst uns mal schauen. 8 Leute brauchen wir. Wir haben hier oben jede Menge auf Stufe 7. Ja, also rein aus dem vom Aspekt des Levelns sollte man die 7er zu Hause lassen. Aber nochmal, die haben halt logischerweise auch die höchste Qualität. Und auf jemand wie Schwarz-Weiß oder Sense zu verzichten in so einer Mission, ich weiß nicht. Also fühlt sich nicht richtig an. Wir gucken mal, wie weit die so weg sind. Ja, bei Nölle ist es viel. Grappas ist es auch viel. Orko 250 ist auch ein Wort. Dann war es das schon hier oben, ne? Cerberus 140. Das wird auch nicht mit einer Mission zu schaffen sein. Ritz, jede Menge. Häger. Das ist machbar. Und ein Nahkämpfer, ein Berserker, können wir schon mitnehmen. Also Helga, würde ich sagen, hat sich sein Plätzchen dann schon mal verdient. Helga nehmen wir mit. Der Erde. Fände ich, glaube ich, auch ganz interessant. Nehmen wir auch mit. Blixer auf Stufe 3 ist ein bisschen arg weit zurück für so eine Mission. Nein. Ritz als Scharfschütze. Nee, dann haben wir oben die bessere Wahl. Sense und Schwarz-Weiß. Sind wir bei 4. Dann Cerberus als schwerer Soldat. Ja.
Warte mal, da ist er zu viel Munition am Start. Und das zweite Medpack brauchen wir jetzt hier auch nicht. Ob ich ihn mitnehme, weiß ich nicht. Warten wir mal noch ab. Dann Sturmsoldaten. Coxner. Mit der Mischung Infiltrator. Ja, aber Dennis auf jeden Fall. Nölle geht mit. Orko geht mit. Jetzt haben wir noch ein Plätzchen. Ich glaube, ich nehme Krabbers mit. Gut. Die 8. Pepperoni, Coxner. Verzeiht's mir, ihr habt Pause. Los geht's. So, also, wir steigen auf jeden Fall mal ein in diese Mission, in dieser Folge. Und haben hier gleich mal eine Plage. Töte alle Feinde heißt, wir müssen uns nicht über irgendwelchen Nachschub Gedanken machen, sondern einfach nur das töten, was auf der Karte rumstrolcht. Wir gucken mal, wer Sicht hat. Sehr schön. Sense hat direkt Sicht. Ja, das ist ganz gut. Den kriegen wir mit 2 Schüssen raus. Wir nehmen trotzdem, schnelles Zielen. Arm deaktiviert, Waffe ist kaputt. Ein Granatwerfer hat er noch. Ah, warte mal, jetzt überlege ich mir, ob wir ihn überhaupt nehmen. Wir können das Ganze auch eventuell hier mit Nölle mal ranstürmen. Pushing on. Gut, damit hat er sich den ersten Kill verdient, deswegen sind sie ja dabei, ne? Dass sie möglichst viele XP bekommen. So, Dennis. Maximum Effort. Dennis nehmen wir jetzt. Oh, er hat den nächsten Feind gesichtet. Hier drüben schon auch wieder so ein ebenfalls Granatwerfer. Und na, eigentlich wollte ich ihn da hinbringen und einen Overwatch machen. Jetzt ist die Frage, ob man. Na komm, probieren wir es. Noch einen. Hier drin. Shit. Okay, erstmal hier hin und dann werden wir entscheiden, was wir. Sirenenhetzer. Allerdings der etwas harmlosere. Okay, wir versuchen ihm die Schere abzuschießen. Ist ihm gelungen. Jawohl, 144 Schaden. Spucken kann er noch. Vielleicht kriegen wir ihn trotzdem irgendwie noch raus. Wir schauen mal, was wir jetzt noch haben. Der Ernte. Kriegen wir von hier drüben Schüsse auf diesen Sirenenhetzer? Nein. Von hier. Okay, warte mal. Was können unsere Scharfschützen? Schwarz-Weiß wollen wir probieren. Wir sprinten. Und wir sprinten nochmal und nehmen wir mal. Hier habe ich volle Deckung. Die ist allerdings, also die Deckung ist mir jetzt nicht so wichtig. Er hat ja keine Fernkampffähigkeiten. Wir nehmen die halbe Deckung. Wir gehen hier hin. Da vorne habe ich ein bisschen Angst, dass mir irgendwas im Weg ist beim Schießen. So. Schnelles Zielen. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Kopf. Ach,
Wisst ihr, was ich vergessen habe? Wir hätten das ein oder andere Piranha mitnehmen können. Okay, den haben wir verschossen. Ne, ein Overwatch kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Gut. Der Ernte. Gut, der Ernte kann. Wir gehen mal dahin. Gut, getötet. Das wollte ich. Jetzt ist die Frage, der Typ, ist der schon aktiviert? Der hat natürlich einen Granatwerfer, könnte gefährlich werden. Krabbers kann springen, Virusgewehr. Wie weit kann das Vieh denn laufen? 22 Bewegungen ist halt schon verdammt weit, ne? Das ist verdammt weit. Also nächste Runde müssen wir auf jeden Fall in der Lage sein, auf das Vieh zu schießen. Und ich sehe gerade, dass Sense noch eine Chance hat, den Typi da hinten zu treffen. Dann hauen wir das schnelle Ziel nochmal rein. Okay, na gut, Versuch ist es wert. Das ist immer schade, dass man das vorher nicht prüfen kann, weil es nicht anklickbar ist, ne? Wenn es ausgegraut ist. Ich muss dann die Fähigkeit einsetzen. Oder gibt es irgendeinen Trick? Falls ihr einen Trick wisst, dass ich den Schuss vorher prüfen kann, bevor ich das schnelle Zielen einsetze, dann sagt mir bitte mal Bescheid. So, Hager. Bringt jetzt hier nichts. Der Schrei. Ich könnte. Die Frage ist, sind das 10 Felder? Ich hoffe ja. Nein. Sind keine 10 Felder. Scheiße. Scheiße. Houston, wir haben ein Problem. Dann hilft jetzt nur noch der Sprint. Und möglichst weit wieder wegzukommen. Wenn das aber keine 10 Felder waren, dann dürfte das nicht reichen für 22 und ranlaufen und noch schlagen. Hoffe ich jetzt zumindest einfach mal. So, wir bringen Hager hier noch ein bisschen nach vorne. Machen mit Hager mal einen Overwatch. So. Bewegen wir noch ein Stück runter. Und Orko. Na komm. Springen wir da hinten rein. Ich denke, in diesen Bereich wird er laufen, ne? Oh, wir haben noch einen gesichtet. Hier hinten eine Artillerieeinheit. Nun denn. Zug beenden. Na, okay, jetzt ist sie alarmiert, aber ich glaube nicht, dass sie in der Runde noch schießt. Bei der riesigen Bewegung. Oder? Nein. Hier drüben kommt ein Strauchdieb. Ah, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt gleich der Hetzer. Ich
Jetzt Sirenenhetzer. Okay, er läuft nicht mal dahin, wo ich gedacht hätte. Er kommt auch hierher in die Mitte und setzt seine Fähigkeit nicht ein. Und noch eine zweite Artillerieeinheit. Uiuiuiuiuiui. Mhm. Okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Er hat kein Zurückschießen. Das heißt, den könnten wir uns holen. Ja, die bewegen wir jetzt schon recht weit, ne? Von da vorne, glaube ich, stand er bis hierhin. Tja, Schwarz-Weiß kann jetzt auf hier drauf schießen. Aber der kommt jetzt hier noch nicht raus. Ich muss den eigentlich rauslocken. Wir machen mal Folgendes. Einmal hier drauf. 20, 10, 10, ja, 10 ist das, was am wenigsten geschützt ist, ne? Der ein ganz schöner Mostkopf hat der hier. Dieser Sensorkopf. Der Torso, da komme ich gar nicht wirklich ran, ne? Das ist der Blutsaugerarm. Das ist der Arm, der die Waffe trägt, hat 20. Wir nehmen den Blutsaugerarm. Und dann ziehen wir uns mit einem weiteren Sprint, soweit es irgendwie geht, zurück. Okay, ein selbes Spiel mache ich, glaube ich, mit Dennis. Also auch Dennis wird... Können wir hier von hier unten schießen? Ja, können wir. Hier. Machen wir hier einen Sprint hin, dass wir vom Sirenenhetzer auf jeden Fall noch wegkommen. Schießen. Ja. Shit, ich hatte gehofft, ich krieg ihn down. Ist jetzt nicht der Fall. Gut, nehmen wir die Deckung da hinten. Hier geht's. Schnelles Zielen. Damit ist er tot. Und wie war das denn? Kann ich mit schnellem Zielen auch die Überwachungskosten noch runterdrücken? Glaube nicht, oder? Kriege ich die auf 1, wenn ich jetzt nochmal schnelles Zielen reinmache? Können wir mal bei... Na, wir können es ja hier überprüfen. Wir werden nämlich hier einmal schnelles Zielen machen. Nein, kriege ich nicht runter, okay. Nochmal schnelles Zielen. Nochmal 103. Gut, das heißt, wir können eh nur einen Pistolen-Overwatch machen und der ist kostenlos. Dann bewegen wir uns auch mal hier hin.
und setzen den hier. So, der wird jetzt rauskommen. Wir werden mit... halt mal. Wir können den Kriegsschrei machen. Dann ist er... Ja. Einmal Kriegsschrei. Und einmal Attrappe. Und dann gehen wir selbst hier rüber, glaube ich. So, in der nächsten Runde kommen natürlich die ersten Würmer. Orko. Wisst ihr was? Wir schießen einmal den kostenlosen, also den Explosionsstoß mit der Rakete dann hier rein, weil... Der ist kostenlos. Ich bewege mich sicherheitshalber hier ein Stück rüber. Nicht, dass wir direkt am Berg hängen bleiben. Und dann hauen wir hier drauf. Hier treffen wir beide und nehmen ihnen auch gleich mal noch ein bisschen Rüstung. Wenn wir treffen. Ja. So, und dann schießen wir mit der hier rein. Und können wieder in Deckung zurücklaufen. Das ist okay. 11 Virusschaden hat er auch. Das heißt, er kriegt auch... nächste Runde geht die Willenskraft hier runter, ne? Und der Krabbers... Das Bulldog zum Zerfetzen. Ne, dann nehmen wir die Deceptor, oder? Würde ich schon sagen. Ja, der hat doch hier schon ordentlich eingesackt. Also der wird nicht arg lange Würmer auf uns schießen. Vermutlich einmal. Häger haben wir noch. Den bringen wir hier hin und kriegen noch einen Pistolenschuss an den Mann. Oh. Oder auch nicht. Nee. Hä? Ah, doch. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay, liebe Leute. Das war der zweite Zug in diesem Gefecht. Ich würde sagen, an der Stelle gehe ich raus. Nächste Runde wird spannend. Was macht der Sirenenhetzer? Viel hat er ja nicht. Viel kann er ja nicht tun. Hat ja durch den Kriegsschrei deutlich reduzierte Aktionspunkte, nämlich nur 2. Aber ich hoffe, dass er sich zumindest bis zu dieser Tür hier bewegt, damit Sense da endlich mal Feuer drauflegen kann. Und ja, der erste Chiron Agni sollte in der nächsten Runde eigentlich fallen, der hier. Und vor ihm habe ich ja ein bisschen Bedenken, dass er den Granatwerfer einsetzt. Aber ansonsten, was jetzt, glaube ich, in der nächsten Runde das Knackigste wird, das werden die 6 Würmer sein, die hier insgesamt ausgeschossen werden und um die wir uns dann kümmern müssen. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschö, tschö.